Hallo und herzlich willkommen zu meinem Informatik 1 Projekt. Die Aufgabenstellung lautete, ein Spielzeug aus der Kindheit mit Hilfe des ESP32 zu modifizieren. Dies habe ich, inspiriert von bekannten Klavierchannels auf YouTube wie Rousseau oder Patrick Pietschmann, mit meinem Keyboard getan. Die Idee war, die MIDI-Daten vom Keyboard an den PC auszugeben und diese dann an den ESP32 weiterzuleiten, damit dieser die Steuerung eines LED-Strips übernimmt, der vor den Tasten angebracht wird und diese einzeln reaktiv beleuchtet. Zum Einlesen der MIDI-Daten verwende ich die Freeware Piano VFX, deren LED-Controller-Modul die Umwandlung der Noten aus den MIDI-Daten in einzelne Integer-Werte übernimmt. Diese werden dann über die serielle Schnittstelle an den ESP32 übergeben und dort in die vom LED-Streifen benötigten RGB-Werte gewandelt und ausgegeben. Benötigt werden also ein Keyboard mit MIDI-Ausgabe, das über USB mit dem PC verbunden wird, ein ESP32, der ebenfalls über USB an den Rechner angeschlossen wird, sowie ein LED-Streifen mit individuell adressierbaren LEDs. Hier seht ihr den fritzigen Entwurf meines Projekts. Dieser besteht lediglich aus dem auf einem Breadboard aufgesteckten ESP32, der über GPIO32 mit der Datenleitung des LED-Strips verbunden ist. Dieser wird über den 5-Volt-Ausgang des ESP mit Strom versorgt und auch mit dessen Ground verbunden. Zum Schutz der LED-Chips sollte hier noch ein Vorwiderstand verwendet werden. Für die Funktion ist er jedoch nicht unbedingt nötig. Verwendet wurde ein WS2812B-Streifen mit 2 Metern Länge und 144 LEDs pro Meter. Nun zum Code, der auf den ESP32 geflasht wird. Zunächst wird die FastLED.h inkludiert. Sie enthält alle Funktionen, die zur Steuerung des LED-Streifens nötig sind. Danach werden der verwendete GPIO32 sowie die Anzahl der benötigten LEDs auf dem Streifen definiert. Bei 174 liegt genau an jeder Taste eine LED, da der Streifen mit 144 LEDs pro Meter etwas zu dicht bestückt ist und auch nicht die vollen 2 Meter gebraucht werden. Danach werden die benötigten Variablen initialisiert. Mit CRGB wird ein Objekt namens LEDs konstruiert, das dieselbe Anzahl an Elementen beinhaltet, wie wir LEDs angegeben haben. Im Setup wird lediglich die serielle Schnittstelle geöffnet, sowie der Typ des LED-Strips WS2812B, Datenpin und Anzahl der LEDs an die Methoden der Bibliothek übergeben. Im Loop wird nun die serielle Schnittstelle geöffnet, über die von der Piano VFX-Anwendung die gespielten Noten als Integer eingelesen werden. Danach wird immer in der RGB-Reihenfolge Rot-Grün-Blau nacheinander der Wert gesendet, hier über eine Switch-Case-Struktur mit Counter und danach über FastLED.show an die LEDs ausgegeben. Die auszugebenden RGB-Werte werden abhängig von der gedrückten Taste über die Control-LEDs-Funktion berechnet. Die bekommt die Position der gespielten Note als Integer übergeben und errechnet daraus die jeweiligen Rot-, Grün- und Blau-Werte. 2,89 errechnen sich aus den 255 möglichen Werten eines RGB-Werts, geteilt durch die 88 Tasten des Klaviers. Um das Ganze zu verschönern, wurde der Farbverlauf in zwei Hälften, also bei 174 durch 2 LEDs geteilt. Wenn keine Taste gedrückt wird, sind alle LEDs aus. Die Ausgabe erfolgt wieder über FastLED.show. Und nun zum Ergebnis.